So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe den Nomme dabei. Guten Tag. Und wir sind beim, ich glaube, letzten Spiel des doch sehr, sehr sonnigen Samstags. Jo. Dementsprechend noch leichte Farbungereimtheiten. Ich hoffe, das entschuldigt ihr. Wir gucken uns heute an Orzhov Flicker gegen UB Shadow. Die Meta-Tier 1-Decks gegeneinander. Wobei Shadow sieht man Shadow sieht man öfter. Ja. Aber das Shadow ist halt auch so ein, also auch so ein Deck, was schon ewig existiert, gefühlt. Ja, seit es Modern-Ding war. Yes, nee, seit Getaxian Probe gebannt ist. Ja, stimmt. Getaxian Probe wurde im Modern gebannt, es war ein Deck im Modern. Getaxian Probe wurde im Legacy gebannt, es ist ein Deck im Legacy. Ja. Hier wird einmal Grief gespielt. Das ist ein Force, ein Ponder, zwei Länder, ein Gurmag-Engler. Ja, nee, der geht durch. Ponder, Force, Street Trap. Nicht schlecht. Dann nehme ich den Discard und da ist Ephemerate drauf. Flickern. Dann kann man noch den Ponder wahrscheinlich nehmen. Ja, Ponder. Jo, einmal die Hand geklatscht. Na gut, das muss man halt echt aufpassen. Der hatte einen Mulligan. Ja. Oh. Hm. Street Trap Cycle. Ja, hier wurde herausgefunden, dass das Handy fehlte. Von Lenzwang. Oh. Ja, gerade bei UB Shadow, ne? Ist das wichtig, auf jeden Fall. Definitiv. Gut, dann. Das sind zwei Uzis und ein Gurmag. Und okay, Wastelands muss man, glaube ich, keine befürchten, oder? Hat man eine Karte gezogen? Ich wollte gerade sagen. Keine Karte gezogen. Ja, wahrscheinlich, weil man sich selber mit dem. Das ist ein Snuff-Out. Street Ref klatscht hat. Wasteland. Ich störe. Gut, füllt halt den Friedhof. Ja, jetzt nimmt man Shadow und wahrscheinlich den Gurmag. Ich wollte gerade sagen, der Engler, der Anhüllfisch ist schon nah dran, der auf Board kommt. Mhm. Und Shadow kriegst du relativ einfach mit Dings, das was auch schon auf der Hand ist. Da kommt Kelby Therapy. Wow. kurz. Einmal the whole discard. Hier kein Angriff, weil er wurde von der Ephemerate geflickert in der Upkeep. Ah. Und man musste ja zu Beginn des Abgibs runter. Ja, super, ne? Recruiter oder eins von beiden. Ja, da nimmt man wahrscheinlich, ja. Da nimmt man sehr wahrscheinlich die Solitude. Ja, jetzt spielt man halt von oben runter. Genau. Enter, Beat. Aber kein Land. Das ist natürlich schon mal was gefährlich sein kann, sag ich mal. Boah. UB Shadow kann jetzt halt auch irgendwann mal so einfach so einen Engler droppen. Ja. Wobei der Dings rennt halt dran vorbei, ne? Mit Menace. Ja, der rennt dran vorbei. Auf der anderen Seite muss man hier auch schauen, weil wenn der Gegner halt langsam runterprügelt, ist es halt so, dass da echt viel Ding reinkommt. Mhm. So ein Shadow wäre dann auch schon wieder fett. Ja. Hm. Genau. Hier wurde dann der... Forzies, das ist dieses Brockback. Ding. Brockback bringt zwei Karten, die permanente, die aktuell auf dem Friedhof gegangen sind, getappt ins Spiel zurück. Ist aktuell sehr... Ne, Instant. Ist aktuell sehr gefährlich, weil es eine Cave Therapy hat. Und mit Cave Therapy, Wasteland, Cave Therapy, Brockback kann man halt einiges wegbringen. Ja. Ist eine sehr mächtige Karte. Land. Beatdown. Jetzt so ein Shadow wäre halt gefährlich. Ponder. Da ist ein Snuffout. Wasteland und noch irgendwas. Nimmt das Snuffout? Oh nein. Nicht schwarze Kreatur. Ja. Das ist halt so dumm bei Snuffout. Ja, das ist korrekt. Ja, vor allem weiß man ja, dass nur Kritze oben drauf liegt. Ja, okay, also. Das ist doch denkt, war bestimmt Snuffout. dumm. Passiert. Sideboarding. Shadow. Boah, schwierig. Ich hätte keine Ahnung, was ich boarden will. Shadow sowas wie. Greyfade? Ich war gerade überlegen, ob die hier das Artefakt spielen, wo keine ETBs drauf sind. Turbo Orb. Hat Shadow Turbo Orb? Ist Turbo Orb überhaupt gut gegen Flicker? Du hast halt nur noch die Buddies. Ja. Aber die hast du halt dann für zwei Handkarten, ne? Ja, ja. Also es ist irgendwie so zwiespaltig. Da sehen wir es gerade. Surgicals, die sind nicht so verkehrt. Blue Blast macht nichts.
Ja, macht gar nichts. Grave Diggers. Na, ja, bisschen. Gegen die Ephemeral. Orzo Flicker hat hier auf jeden Fall eine ganze Menge krasse Sachen, weil im Sideboard ist ein weiteres Swords. Look. Drei von den Prismatisch Ende. Prismatic Ending. Und Black Engineers. Ja, geil. Was halt wirklich dafür sorgt, dass man hier ganz, ganz viel runterspielen kann. Wobei Black Engineers, boah. Es ist ein 302-2 Death Toucher. In denen Shadow einfach reinläuft und 1-1 tradet. Es ist dasselbe wie ein Removal. Es ist im Endeffekt ein Removal, ja. Genau. So, jetzt sehen wir erstmal die Kinder. Therapy, Land. Opposition Agent, oder ist das schon? Opposition Agent. Interessant. Uff. Ja, okay, es wird viel gefetcht, ne? Aber du hast ja keinen Ramp-Mana. Ja, kann man als One-Off mal spielen. So als, wenn der Gegner nicht drauf achtet oder dran denkt. Ist das nicht so verkehrt, aber... Die Herbal Therapy wäre halt gut, wenn sie im Friedhof ist. Die Hand macht halt die nächsten Runden eh nichts. Das ist korrekt, aber der Opposition Agent ist schon gefährlich. Und wenn jetzt hier ein Grief von der Top kommt mit dem Ephemerate, hat man halt wieder diesen ganzen Kram. Ja, aber du kannst ihm keine schwarze Hand kaufen. Also du kannst ihm das Ephemerate strippen, ja. Hier werden die einzelnen Karten nochmal erklärt. Und da ist halt die Frage, was du höher values, deine Handkarten oder... Also im Endeffekt musst du Handkarten-Value betreiben. Entweder nimmst du Ephemerate oder Dings. Ja. Hm. Ephemerate. Ich glaube tatsächlich, Ephemerate wäre hier eine gute Wahl. Alleine, weil man halt dann diese ganzen Top-Deck-Quatsch abschaltet. Black Engineer wäre auch nicht so verkehrt. Alleine, weil es Buffel ist. Da war es sogar ein Turbo. Ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall Surgical gesehen. Yes. Gut, da natürlich dann Ephemerate, Surgical. Oh, okay, Therapy Surgical. Okay. Das ist ein bisschen schwer, wenn ich lebe, oder? Fetch, Thoughtseize, ne, 5. 6. Ne, Fetch, Shocked sind 3. 5 sind Thoughtseize. 9, stimmt. Wow, erste Runde Half-Life. Wow. Ja, und der Street Rave war ja auch noch dabei. Ja. Der hat sich 4x2 Leben geknallt. Ja. Hier wird jetzt noch ein bisschen das Deck durchsucht. Oh, Palace Jailer. Palace Jailer ist drin. Der Skyclave Apparition ist drin. Baleful Strix. Ja, ein Deck dazu ist übrigens auch online. Mittlerweile. Boah. Und hier wird gerade 4 davon. Dinge, die du mögst. Das sind keine Dressdown. Er ist natürlich auch gut. Zieht eine Karte. Lustigerweise, je nachdem. Man muss es auf den Cast machen, weil der Trigger vom Stacker nicht removed wird. Nee, aber du kannst auch mit den Dressdown halt deine Shadows 13-13 machen. Das ist korrekt und das ist tatsächlich eine Strategie, die ich schon öfter gesehen habe, die auch sehr überraschend kommt. Und die Leute so ein Einsatz-Shadow, no block und dann auf einmal boom. Uff, 13-13, buff, ins Gesicht. Ist die Frage, ob Erik das sieht. Weiß ich nicht. Frage ist, wie lange die durchhalten. Das ist die Frage. Das ist noch ein Fazit. Ich würde jetzt auf jeden Fall schon mal den Shadow legen. Fetchland, noch ein Fazit. Noch eine Ephemerate. Wir müssen Death Shadow nehmen. Die Ephemerates sind jetzt schon redundant. Death Shadow? Black Engineer. Black Engineer, schwarze Karte, war hell. Ja, Black Engineer oder tatsächlich den Opposition Agent. Ja. Ja, aber der Death Shadow. Ja, stimmt, man nimmt hier den Black Engineer. Macht Sinn. Wieso bin ich jetzt bei Death Shadow? Der Black Engineer macht am meisten Sinn, weil der den Death Shadow blockt. Stimmt. Blockt und beantwortet. Was? Der nimmt echt den. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Interesting. Ja, okay, man hat einen Push auf der Hand. Naja, aber der muss auch Rebound haben, damit der funktioniert. Das stimmt. Eigentlich Rebound, Revolt. Revolt, yes. Ansonsten. Ich würde jetzt, glaube ich, auf Duel gehen. Oder geht der noch? Och du Scheiße. Ja, gut, also wenn dann kann man halt voll gehen. Also es ist ja. Also ja, wenn schon, dann schon, ne? Was gar nicht erinnern. Da hat man den. 7-7 Shadow. Go. Boah.
Boah. Ephemerate kann nur eigene Kreaturen blinken. Ne? Yes, leider. Ephemerate blinkt nicht Gegnerkreaturen. Weil das auch ziemlich mächtig wäre, gerade mit Reborn. Boah, ja. Das kannst ist Brainstorm. Du, jetzt, ah, hätte ich nicht gemacht. Bold, du greifst eh an. Hm. Ja, noch geht's ja. Oh, Daze. Daze ist gut. Force ist auch auf der Hand. Ja. Kannst du Daze und Force behalten, legst den Push weg. Ja. Und er schlubbert Stress Down. Noch ein Chip. Das ist gefährlich. Kann schwierig werden. Das ist wieder gefährlich. Da ist wieder jemand gegen die Kamera. Ich liebe es, wenn jemand gegen die Kamera kommt. Oh. Weil jetzt können zwei Shadows auf einmal sterben. Ja, auf der anderen Seite haben wir hier halt auch wirklich eine Situation, wo wir ja, du kannst halt jetzt gleich umsäuen. Ja. Das ist das andere Problem. Der hat da 14 Schaden liegen. Also das ist schon ordentlich. Ha. Ist das? Ich glaube, das ist ein Solitude auf der Hand. Solitude Duel ist, glaube ich, auf der Hand. Das ist gefährlich. Aber Force ist halt auch... Force ist... ist gut. Schmeißt mal jetzt das den... Das ist einer der Spieler, der die ganze Zeit dagegen tritt. Ah, ja, Erik zappelt halt, ne? Ja. Auf Duel. Duel spielt Plague Engineer. Das ist ein Force Bait. Ups. Der funktioniert. Wäre total irrelevant gewesen. Yes. Hätte ich auch einfach durchgehen lassen. Hätte ich durchgehen lassen. Oh mein Gott, ja, okay. Hätte ich durchgehen lassen, den Plague Engineer. Du hattest den Push oben drauf. Dann hätte man mit beiden wieder hauen können. Das heißt, wenn der Push nicht um drauf. Du hättest aber beiden zuhauen können. Der Gegner wäre auf 5 Leben gewesen, hätte nur noch eine Karte gehabt. Also er hätte keine Kreatur mehr gehabt. Du hättest einen Shadow ja behalten. Und was immer er danach gespielt hat, hättest du danach pushen können, danach gewinnen können. Ja, selbst wenn er da Push nicht oben drauf hatte, sondern die Flash Enchantment, ja. Greifst du an, wartest den Block ab. Im Block flashst du die rein. Wieso musst du den Block abwarten? Er hat doch einfach dann verloren. Er ist auf 12 Leben, der Gegner. Das stimmt. Das wäre einfach lieber gewesen. So oder so, das wäre gerade... Dieser Bait mit dem Plague Engineer, das war ein Bait. Wird doch hier tatsächlich nochmal erklärt. Schade, aber das war knapp. Das war knapp. Ja. Auf der anderen Seite sind beide Spieler ja noch im Spiel. Also Ephemerate macht halt jetzt gerade aktuell nicht wirklich viel. Die verdeckte Handkarte war, glaube ich, ein Duel. Ist auch nicht so das Geilste. Pff, ja, das Problem ist halt nur, okay, 13 zu 12. Ist okay. Ja. Das Days wäre im Exile, da hast du einen Cantrip im Endeffekt jetzt mittlerweile. Ja, das ist nicht so viel. Oh, Palace Jailer. Palace Jailer würde ich tatsächlich Dings reinschmeißen. Ja. Damit der Gegner nicht Monarch wird. Sonst ja, Monarch wäre halt echt mächtig. Dann gibt man das Ding, zieht eine Karte dazu. Monarch wäre echt zu stark gewesen, aber das war natürlich ziemlich gut hier mit dem Restdown für Monarch. Problem ist jetzt halt, der Push ist... Ah, oh, Wasteland. Wasteland. Und? Wieso ein... Dann hätte man nicht random Wasteland. Wasteland kann man halt auch benutzen und bis man es behalten. Oh, man hat spielt sogar selber Wasteland, okay. Zwei Stück. Ja, jetzt hat man sogar den Reward. Push, ja. Ephemerate Blink. Und dann wird man Monarch. Ja, dort ist jetzt dran. Das ist jetzt gefährlich. Man hätte Erik hätte in seinem Zug pushen müssen. Ja, da war kein Mana nämlich offen. Damit das Ephemerate nicht offen ist. Ja. Brainstorm zieht 3 Karten. Reanimate. Reanimate kann ziemlich gut sein. Stace ist nicht so geil. Und was ist das andere? Ist das ein Ponder? Ich glaube. Ich kann es nicht erkennen. Sieht nach Ponder aus. Oder Murky. Oder Murky? Kann auch Murky sein. Ja, hier wird Stace behalten. Ich glaube, man kennt gerade... Flicker, den. Beziehungsweise man flickert halt die Karte nicht, sondern lässt die Karte halt im Exile. Und reboundet halt einfach nicht. Uff. Ja, damit morgen... Mehrländer geht für 2. 2, dann End of Turn zieht man eine Karte. Wurde End of Turn zieht man eine Karte.
Okay. Tja, sieht man keine Karte End of Turn. Oh mein Gott. Man kann jetzt das Solitude nehmen. Oh ja. Ich meine, es beißt sich ein bisschen mit Death Shadow, ganz klar. Death Shadow will ja eigentlich keine. Ja, aber Solitude ist ein 3-2. Ja, 3-2 Lifelink und er exilt auch noch die andere Kreatur. Mhm. Und du kriegst den Monarch. Richtig. Das kann schon ziemlich. Das kann schon ziemlich gut sein. Du musst halt jetzt in den sauren Apfel beißen und musst die Leben berappen. 5. Ja, das ist ja eigentlich nicht so schlimm. Also, es ist viel schlimmer, dass das Ding Lifelink hat, eigentlich. Ja. Krass. Das ist schon ordentlich. Land go, end of turn. Da vergisst man nicht, eine Karte zu ziehen. Beim letzten Mal hat man anscheinend vergessen. Ja. Da ist ein Broadback und Solitude. Ne, 2 Solitude. Ne, 1 Solitude und Broadback. Ist wirklich ein Murky. Uff. Warum hat okay, der Murky wird jetzt natürlich richtig fett. Er hätte doch einfach Solitude können. Ist er noch ein Days? Ja, aber man, das verstehe ich nicht. Ja, vielleicht, weil man ein Body auf dem Feld haben will, um den Monarch zu kriegen. Ja, aber ja, stimmt. Stimmt schon. Aber man hat ja auch Broadback, wenn ich es richtig sehe. Also man hätte ja auch einfach Fetchen, Solitude, Knacken und Broadback spielen können. So rennt man halt einfach hier rein und macht halt nichts. Und der Fetch und Broadback und Ding wäre halt echt gut gewesen. Ja. Hm. Das Land nicht mehr gespielt, warum auch immer. Ja, nee, das ist over. Okay. Krass, mit Solitude. Sehr, ja, mal von seiner eigenen Karte zermatscht, das hat man schon ein paar Mal. Yes, 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 yes. Und Game 3, diesmal ein bisschen krasse Überblende. Sorry dafür. Boah. Da ist Fetch Duel. Gucken, was da jetzt kommt. Ja, hat halt sehr explosive Plays, das Deck. Ne? Ja, hat es tatsächlich. Vor allen Dingen gegen Shown, gegen das Deck. Ja. Endpitch-Ding. Ein Brainstorm, Days und Surgical. Uff. Und wieder eine Femray auf der Hand. Das heißt, du rippst jetzt erstmal die ganze Hand auseinander. Kannst du Days nehmen? Mit dem Brainstorm wahrscheinlich nehmen. Ja, kannst du nachnehmen. Du hast ja jetzt 2. Den Push. Okay. Ja, Fetch und den. Stimmt, Fetch und den wäre halt doof. Ja, stimmt. Ja, und dann ja. Brainstorm. Man hat ja halt nicht viel auf der Hand tatsächlich. Also man hat da tatsächlich nur noch, wenn ihr es richtig gesehen habt, ein Land und einen Recruiter. Ja, 2 Länder Recruiter. Wurde hier Mulligan genommen? 2, 4, 6. 7, nee, wurde kein Mulligan genommen. Und auch von Shadow-Seite kein Mulligan. Krass. Dann Flicker. Ja, Dazen macht keinen Sinn. Jetzt hat man Doppel-Shadow. Kannst du eigentlich schon fast sagen, nimmst das Days, ja. Days, der Doppel-Shadow kann halt einfach geswordet werden. Das ist halt. Ja. Nehmen einen Zug, draw eine Karte. Deutschland. Ja, ja, vor allen Dingen so kriegst du halt Turn 3 relativ safe deinen Recruiter durch. Das ist korrekt. Was ich hier sehr schade finde, ist, dass man hier nicht mal diesen Ende sieht, wenn der Gegner dann wastelandet, man fetcht und bringt dann einfach Broadback beide Länder wieder ins Spiel. Also, weil Broadback geht auch für Permanente, was ganz witzig ist. Was spielst du noch? Das ist noch eine Ephemerate. Teilt Ephemerate, flickert den als Reaktion. Oh mein Gott, wie witzig. Ephemerate geht jetzt gleich in 6er. Ja, stimmt, weil Rebound, ja. Und kann damit nicht gefunden und exiliert werden. Und wird danach gecastet. Nein. Doch, und landet im Friedhof. Wie cool. Das ist eine coole Interaktion. Ich vergesse. Das ist witzig. Das ist ein Force und ein Shadow, mehr nicht. Heißt, du strippst jetzt einfach hart die Hand vom Gegner? Ja, das wirkt aktuell so. Und dieser Incarnation kommt halt nie dazu, zu castet zu werden. Irgendwie. Die Hand darf er aber noch sehen. Die Hand aber noch sehen? Hat er, glaube ich, sogar. Ich hab's nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Nee, auch nicht.
Sorry dafür. Oder es wurde gesagt, aber das wäre... Wahrscheinlich wurde es gesagt, aber dann hätte man es drauf zeigen müssen. Das ist auf jeden Fall ein Spielfehler. Und Surgical hat hier 2 Leben gekostet. Ja. Dementsprechend wäre man auf 18. Ist denn noch relevant? Ist eine Recruiter. Da ist ein Dings auf der Hand. Skyclave. In dem Full Art. Yes. Recruiter müsste jetzt wahrscheinlich den One-Off... Oh mein Gott, jetzt den One-Off, den Blau-Weißen, den... Soul Herder wer war? Was? Opposition Agent. Ja, ich erinnere mich dran. Ich habe den Soul Herder rausgebordet. Aus irgendeinem Grund war ich dumm und habe den Soul Herder rausgebordet. Dann zieht man eine Karte. Das war, glaube ich, ein Push. Geht Fetch. Mal fetchen, weil gleich machst du es nicht mehr. Ja, stimmt. Und dann pushst du halt den... Ja, aber sollte man hier dann nicht warten, bis der Ding kommt? Du musst Revolt haben. Um ja, den das zu wird jetzt nicht so pushed. Es hätte aber nichts gemacht. Es wurde einfach nur gefetcht. Ja. Ja. Force of Will. Und sagst du halt... Zufällig... Oh. Zufällig ist dann Force of Will. War aber kein Broadback auf der Hand. Nee. Beat für 4. Das war gar kein Push. Das war... Shadow. Uff, Angelfisch. Angelfisch ist natürlich stark. Angelfisch macht auch Skeletal Vibration nichts gegen. Nee. Deswegen, das ist schon nicht schlecht. Und da kann man wirklich jetzt mal sehen, was da noch bei rumkommt. Ja, blocken ist nicht. Blocken ist nicht. Und go. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass man irgendwie... Was die andere weiße Karte in der Hand? Broadback? Das ist auf jeden Fall kein Fumarade. Nö, kannst du ja nicht. Ist dann One of Charming Prince? Es kann Swartz sein, es kann auch Ding sein, die für einen weißes und X. Ach ja, das kann gut sein, ja. Das kenne ich gerade nicht so gut. Fetch. Dann kommt der Opposition. Da wurde nur drauf gewartet. Ich durchsuche mal dein Deck. Danke. Ist dasselbe wie letztes Spiel. Ja, ich glaube, die Karte kennt er nicht, weil es ja nee, ist nicht modern legal ist. Nee. Muss dazu sagen, Eric kommt halt aus dem Modern. Ja. Heißt, die Interaktion mit Opposition Agent musste er sich nehmen mit beschäftigen. Jetzt sind noch viele, viele Karten, die halt einfach mal ja, gelernt werden müssen. Modern ist halt doch noch ein bisschen was anderes. Ja. So, die Prinzenklasse und Legacy halt trotzdem weiterhin die Königsklasse. Wasteland. Alter, diese Kamera. Die tut mir so leid manchmal. Fetch, stopp. Du siehst dieses Fuck. Was soll ich denn dagegen machen? Ey, jetzt sieht die Matte aber geil aus. Die Matte sieht einfach richtig cool auf dem Markt. Das ist halt, wenn diese Sonne und der Schatten, was die mit der Kamera machen, ist halt Wahnsinn, wenn die auf Full Auto steht. Wow. Das hat ja. Die ganze Zeit in England noch, das hat sich ja schon längst schon mal angesehen. 2-1, oder zu Flicker. Das tat richtig weh. Trotzdem schöne Spiele. Und ich glaube, das erste Spiel hat er weggeworfen, als er den Ding geforst hat. Mehr hat er nicht geforst. Ja.